Fucking Christ. Willst du mir einen Anfall bescheren? Hör auf damit. Guten Tag und halt doch bitte direkt gleich deinen Mund. Ich möchte genauso wenig darüber reden wie du. Naja, vielleicht will ich es halt auch. Doch bitte sei leise, denn wir alle wissen... Keiner liebt dich. Ich drücke Felix mal kurz zur Seite, okay? Okay. Er will nämlich sein Gesicht nicht auf den Aufnahmen haben. Du bist mal weg. Es geht. Ich hätte ihn genauso gut hauen können. Er weigerte sich mitsamt Fabian den Müll wegzuwerfen, den sie nebenbei produzierten. Aufheben. Aufheben. Lass es wieder vor. Another retard joint. Ein unverständlicher, asozialer Ruf an die Lehrerin. Das geht! Danach mussten wir in die Bahn. Fuck. Was auch sonst. Ich setze mich mit Daniel, Ange und Henry zusammen. Hier kurz ein kamerageiles Mädchen, damit ich mir eiskalt den nächsten Part meines Skriptes zusammenschreiben kann. Gary, Kamera. Nein, Film bitte. Nein. Irgendwer hatte Jelly Beans mitgenommen. Ihr kennt die doch, oder? Diese Dinger, die entweder scheiße oder gut schmecken. Nicht. Ich hab Daniel, du schaffst das? Okay, nein, los, du schaffst das. Oh Gott, was ist das? Hallo. Oh. Genau die. Ey, gib mir jetzt den kleinen Finger. Gib mir mal den kleinen Finger. Du schwörst jetzt hier, dass du hier diese Woche noch in Mathe bei mir sitzt. Ja. Dann ist Angelique dran. Irgendwann kamen wir an. Es hieß Dresden Mitte. Dresden Mitte am Arsch. Wir waren irgendwo im Nirgendwo. Du hättest dort Leichen horten können. Es wäre erst durch den Geruch aufgefallen. Aber ja, wir mussten aus der Bahn und durften nochmal 2 Kilometer, denke ich, laufen. Shut the fuck up! Ja, jetzt seid ihr still, hä? Wo ich jetzt euch filme? Nachdem wir ankamen, verstauten wir unsere Taschen und machten uns fertig. Hier nochmal dieses kamerageile Mädchen. Ich brauche nämlich meine 5 Minuten für Werbungszwecke. Tut mir leid. Genau. Tut's mir nicht. Warte, Zoom! Gary, schneid mich raus, bitte. Nein, Fesker, du kriegst das Video nicht. Ach du Scheiße, der nächste Part in diesem Skript wird lang. Wünsch mir Glück. Wir sollten uns danach die Kunst, die wir dort vorfanden, ansehen und uns auf einen Zettel schreiben, was es zu uns sagen könnte. Hinterher sollten wir uns auch ausdenken, was für ein verbindender Gegenstand, den wir zuvor bekamen, mit anderer Kunst, die vor Ort war, zu tun haben könnte. Gott, ich kriege hier krüppelnde Depressionen. Naja, ich lasse mal hier Videos zum Bewegen der Kunst durchlaufen. Haben wir noch Chips? Ach ja, noch kurze Anmerkung. Ich lasse teilweise Eigeninterpretation durchlaufen, da dies ja Kunst ein Teil ausmacht und ich wie gesagt meine Werbungszwecke brauche. Ich kriege keinen Cent durch das Video. Die Geräusche essen nicht gesund. Es geht nicht gesund. I trying to give me a fucking seizure. Ich bin bei Gott keiner, der gerne kämpft oder der gerne. Der nächste Part ist nicht für Epileptiker, also schaut mal so 10, 20 Sekunden weg. Ja, danke, fuck off. Alter. Das war so Mountain Dew. Mountain Dew.
ehrlich zu sein, ich war leicht angepisst, als ich hörte, wir müssen ca. 2 Stunden warten, bis wir nach Hause können. Die Stadt selber interessierte mich relativ wenig, darum hockte ich nur rum und sah zu, wie der Akku meines Handys für den Rest des Tages auf 1% rumhing. Als wir allerdings dann doch zu Hause ankamen, machten wir noch ein Klassenfoto. Ich will nicht darüber reden, aber schaut mal. Das kann man einfach nicht übersehen. Die Fotos sind so welche, bei denen du Stellen findest, wo du einmal hinsiehst und es nicht mehr wegdenken kannst. Unabhängig davon, ob es schlecht oder auch gut sein mag. Ich hoffe, ihr wisst, auf was ich zum Beispiel hinaus will. Doch darum geht es in einem Klassenfoto. Man präsentiert sich als Klassen, als das, was und wer man ist. Also sage ich einfach mal, dass es gut ist, dass sich niemand für seine Position in den Nachhinein geschämt hat. Position meine ich wortwörtlich, Position. Oh Mann, wir sind gefickt. Nun denn, eine Frage habe ich aber noch. Wer ist diese Person? Shut the fuck up! No one cares about your robot fanfiction! Know your fucking place, trash! Fucking robots! I don't give a fuck about no robots! They ain't got no soul!